Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pitfall 3D. In der letzten Folge haben wir uns quasi die ersten 15 Minuten an eine Optionalität... Wow. An eine Optionalität abgerackert, die wir letzten Endes noch nicht mal geschafft haben. Und werden jetzt mal hier schauen, ob wir ja den Sprung schaffen. Wow, wir haben den Sprung geschafft. Level beendet? Nein, wohl kaum. Wir sind schätzungsweise in der Mitte des Levels. Im besten Fall natürlich am Ende des Levels. Ich habe keine Ahnung. So ein kleiner Speicherpunkt würde uns vielleicht mal einen Indikator auf irgendwas geben. Aber da er nicht da ist, könnte er uns auch damit sagen, dass wir noch sehr nah am Anfang sind. Ich habe halt die ersten 15 Minuten habe ich ja quasi in der letzten Folge gar nichts erreicht. Von daher sind wir 6, 7 Minuten im Level und dementsprechend kann man natürlich nicht irgendwas erwarten. Von daher, links, rechts. Ich schätze, rechts ist die Optionalität, weil sie gefährlicher ist. Hier passt es dann wieder mit dem Geräusch. Ja. Okay, rüber da. Rüber. Oh nein, der täuscht an. Der rollt nicht weiter. Vielleicht ist das auch eher so nach dem Motto, du hast zwei Wege, kannst dich entscheiden. Dann war der hier ziemlich einfach. Aber vielleicht gäbe es da hinten ja Belohnungen. Bluni-Linies. Nee, das sieht schon nach einer Option. Moment, was gibt's hier? Ja. Goldbarren. Oh, okay, da dachte die Sprüche wären vielleicht ortsbezogen, aber ungeschicktes Ich hatte ja schon mal gesagt. Das erinnert mich spontan irgendwie. Wieso erinnert mich alles irgendwie an irgendwas? An Bomberman, wollte ich gerade sagen. Ja, Bomberman. Wollte ich... Wo genau bringst du mich hin? Okay. Geil. Moment, wo bin ich jetzt? Okay, schon da. Moment. War der vorhin... Ja, ich wollte gerade sagen, auch so krass. Ja, das war ja eine andere Stelle. Bomberman wollte ich auch schon seit Jahren mal let's playen. Aber... Also es gab auch sogar schon Testaufnahmen. Aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht. Ah, ich habe gerade gezögert, weil rechts ging es ja auch noch lang. Jetzt geht's wieder los. Die eine unberechtigte Stelle, wo ich unberechtigterweise 500 Leben verliere. Ich springe jetzt einfach mal nach rechts, mal schauen, was passiert. Der dockt an. Oh, ist das euer Ernst? Wetten, ich fall runter oder fall in den Stein und fall dann auch runter. Überall gibt's hier Schuhe. Soll mir das irgendwas signalisieren? Da freut er sich, der Kollege. Sehe doch nichts. Noch mehr Schuhe. Ist da das Ende? Nee, es geht noch weiter. Noch mehr. What the fuck? Okay, ja gut, das kann man, da kann man ruhig mal runterfallen. Wie darf ich das verstehen? Ich meine, das Level hat schon unfaire Stellen, aber so unfair jetzt? Naja, wahrscheinlich, weil... Ach komm, du bist ein Arschloch. Ja, weil die Optionalitäten länger gehen als der eigentliche Weg wahrscheinlich. Das Level besteht nur aus, das Level an sich geht nur 7 Minuten, aber wenn man dann natürlich 100 Mal abbiegt, hat man auch seine halbe Stunde voll. Okay, dann gehe ich jetzt mal nach links, ne? Hilft ja nichts. Guck mal, da nicht wirklich weiter. Haben wir halt überall mal so ein bisschen reingeschnubbert. Immerhin habe ich, glaube ich, noch kein Continue verschwendet. Wenn ich mich recht entsinne. Ach ja, guck mal hier. Das war... Ja, das ist alles so ein bisschen miteinander verbunden, ne? So ein bisschen wie bei Kingdom Hearts, nur nicht ganz so spektakulär. Was hat jetzt Kingdom Hearts damit zu tun? Ich habe keine Ahnung. Noch mehr Schuhe. Hallo? Hallo? Ich verstehe. Hier ist eine kleinere Anhöhe. Nee, doch nicht, ja. Komme ich denn daran? So, okay. Ich stand nicht richtig. 3D und so. Oh Gott. Ja, von mir aus. Lauft halt einfach an mir vorbei. Passt schon. Moment, da kann ich
lang. Das sind aber... Nee. Ich wollte gerade sagen, die fallen doch, die zerbrücken doch. Aber nein, tun sie nicht. Auch da hinten. Da hinten ist wieder Optionalität. Was ist hier? Gott, auch Optionalität. Bullshitterität. Wo bin ich jetzt eigentlich wieder? Da, okay, gut. Ja, versuchen wir mal den linken Weg. Nicht unbedingt den da unten. Vielleicht noch einmal, aber erstmal nehmen wir den anderen Weg. Also es lädt, dieses Level ist schon echt krass. Es lädt wieder richtig zum Entdecken ein, ne? Vor allem, man wird ja auch belohnt, ne? Bei den anderen Leveln war es ja wieder eher nicht so, aber hier wird man dann doch tatsächlich wieder so ein bisschen belohnt. Man hat ein, zwei trottelige Tode, aber kriegt dafür 5 Leben. Also es rentiert sich schon. Ach mein Gott. So. Hi. Oh. Ernsthaft jetzt? Was genau soll ich dann... Ist das dein Scheiß Ernst? Was genau gibt's hier... Alter. Gibt's hier drüben noch? Oh, oh. Oh, wow. Okay. Okay, das macht mich unsterblich. Moment, kann es sein, dass ich hier schon war? Okay, ich gehe, glaube ich, einfach mal wieder zurück. Hallo? Ist das nicht ein bisschen unfair? Autsch. Egal, ich bin durchgekommen. Kollision. Kollision! Es ist halt so doof, man möchte natürlich nah dran stehen, um den Sprung so gering wie möglich zu halten, ne, damit man vom Timing her passt. Aber man muss weiter wegstehen, sonst tut man natürlich kollidieren und das bringt dann, macht dann den ganzen... Ja, fick dich. Da hat er gerade nochmal mega Tourette bekommen. Das macht dann natürlich den ganzen Plan futsch, aber okay. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal direkt ins Ziel, sofern das machbar ist. What the fuck? Dieses Level ist sehr komisch, aber positiv komisch. Da gibt es eine Menge Abzweigungen, eine Menge zu entdecken. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja. Missgeburten, Hurensöhne. Ach, Mann, ey. Das ist wieder so unnötig. Es ist so das, was ich meine hier, dieses Try and Error. Das ist alles kein Problem. Aber dann kriegst du plötzlich einen Stein von hinten ab und du weißt einfach nicht warum. Beziehungsweise ja vielleicht doch, weil du den am Leben gelassen hast. Okay. Nee, es ist doch eigentlich der... Ach so, ja, weil der hinter dir aufploppt. Okay, langsam. Sehr, sehr gut. Ja, ich habe so das Gefühl, dass ich wahrscheinlich eher so nur so 70% vom Level entdeckt habe. Von daher, das ist bis jetzt so mein Lieblingslevel. Also das hatte was, ja. Und vor allem an und für sich, wenn man jetzt mal bedenkt, dass ich 15 Minuten lang versucht habe, an der einen Optionalität vorbeizukommen, ist das Level per se doch ziemlich kurz gewesen. Naja gut, beenden wir das mal. Und cool, da muss ich sogar gar nicht das Passwort benutzen, ne? Weil ich ja quasi noch alle Checkpoints habe. Ja, bis gleich. Alle Checkpoints, genau. Ich meine natürlich alle Continues. Zumindest glaube ich, dass ich alle habe. Okay, das sieht wieder nach links-rechts Gedöns aus. Ich kann mir schon vorstellen, wieso die mir so viele Leben geben, aber dazu werde ich dann wahrscheinlich im Fazit etwas sagen. Okay, ja, speichern wir mal. Wobei, wenn ich es mir jetzt verkneife, kann ich mich wieder nicht konzentrieren. Ja, ich glaube einfach mal, dass die Entwickler... Es ist einfach nicht durchdacht. Ja, sagen wir es mal, bringen wir es mal auf den Punkt. Es ist einfach nicht durchdacht. Weil, wie gesagt, eigentlich soll man das Spiel ja im besten Fall am Stück spielen. Beziehungsweise natürlich kann man speichern und man hat aber dann halt nur diese zwei Continues und so weiter und so fort. Und die dachten sich zum Schluss wahrscheinlich schon so, so ein paar Leben wären jetzt vielleicht doch nicht schlecht. Also, oh wow. Um solche Tätigkeiten dann wieder begründen zu können.
solche netten, fair gesetzten Sprungpassagen. Fucker. Okay, so war das gedacht. Mann, oh Mann, oh Mann. Bitte was? Alter, kann ich nicht mich einfach durchglitschen und sofort ins Ziel gehen? So von oben irgendwie? Okay. Ich will wieder in den magischen Garten zurück, ohne Spaß. Das reicht mir jetzt schon wieder. Ich warte mal. Habe ich da nicht lang genug gewartet oder so? Muss der erst stehen bleiben, damit ich auf ihn draufspringen kann? Oder was war jetzt das Problem, Mann? Meine Fresse, ey. Schöne Sounds beim Aufprall. Blub, blub, blub. Okay, hier habe ich auch wieder zwei Wege. Und was schießt da? Ach, Xerath ist wieder am Start. Sehr, sehr fair. Ja. Er hat da so eine Animation, die ihn kurzzeitig unverwundbar macht. Da kann er mir natürlich Schaden zufügen. Richtig fair. Okay, ist das hier Optionalität? Nee, das... Wow. Scheint wieder so ein bisschen verworren zu sein. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Ui. Oh nein, noch einer. Wow, wie kreativ. Stirb. Das halte ich von deiner kreativen Ader. Ui. Und, oh, wow. Schon wieder. Bullshit, ey. Mann, ey. Das ist ein Jump'n'Run, Mann. Ich könnte doch nicht ernsthaft von mir erwarten, dass ich alle 2 Sekunden stehen bleibe. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass mich auch ja nichts bullshittet. Ich stirb. Was soll denn der Mist schon wieder, ey? Wirklich, ey, immer die Leute lernen doch nicht, ne? Ich meine, wäre ja auch seltsam, wenn sie dann irgendwie ihren Stil im Laufe des Spiels ändern würden. Aber das fuckt mich so ab, ja? Da kriegst du einen Gegner und du weißt, oh, da kommen jetzt noch 500 Gegner. Die können es nicht lassen, Mann. Die machen dann... Ja, schaut euch das an. Hallo. Hallo. Wow. Die machen dann richtig Copy-Paste-Bullshit, ey. Das scheint aber auch wieder so ein Level zu sein, was wahrscheinlich nicht so lang ist. Aber halt nicht. Ich hab's schon. Oh Gott. Aber natürlich viele Optionalitäten aufweist. Alter. Aber wenigstens spawnen die Gegner nicht. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal recht in Ordnung. Dass uns das wenigstens erspart bleibt, ne? Dann, oh ja, der aber natürlich, weil ich den nicht besiegt habe. Fucker, ey. Irgendwie finde ich es jetzt sinnlos zu speichern, aber ich mach's mal trotzdem auf einem anderen Stand. Wie gesagt, ich habe ja 5 zur Verfügung. Soll ich, muss ich das kaputt machen? Oh, wow. es gibt bestimmt mehr als 2, oder? 4, 6 Kreise oder so? Sag mir nicht, das war's schon. Bestimmt gibt's hier noch mehr. Das wäre sonst ziemlich lächerlich. Oh, oh, Schuh. Ich hab Schuh. Okay, das ist ein Rückweg. Das heißt, das hier wird eine Optionalität sein. Ich kann's ja mal versuchen. Ich habe ja jetzt einen Schuh bekommen. Okay, so viel dazu. Ich hab's versucht, Leute, ich hab's versucht. Das war wieder ein 3D-Problem. Ich dachte, ich würde richtig stehen auf der richtigen Ebene. War aber dann nicht so. Fuck off. Aber, nee, Moment, ich muss da lang. Ja, alles gut. Glaube ich zumindest, oder? Moment. Ach so, stand ich beim letzten Mal hier? Dieses Gelbe signalisiert ja eigentlich immer. Ja, ich stand wohl nicht richtig. Okay, mein Fehler. Das ist die Optionalität. Moment, da. Okay, 2 Wege. Vielleicht sogar auch 2 Schuhe. Also dann war das vorhin mein Fehler, tut mir leid. Dann korrigiere ich mich und... ach nein. Er schafft es nicht, darüber zu laufen. Er zwingt mich zum Springen. Dann ist das hier doch nicht optional. Okay. Kann man da irgendwas erkennen? Ich achte eigentlich immer auf diese Kreise und hoffe irgendwie, dass die weniger wären. Aber irgendwie nicht so. Soll ich jetzt hier... Nee, das versuche ich nicht, da sterbe ich doch. Ich speichere mal hier nicht, das halte ich jetzt... Oh, vor allem, das hier wird jetzt lustig. Halte ich für sinnlos. Ja, da muss ich jetzt irgendwie so springen, dass ich lande. Dass ich nicht
in den Abgrund fallen. Ich kann ja nochmal versuchen anzudocken. Oh, das hat komischerweise von der Seite funktioniert. Okay. Gut, gehen wir mal nach unten. Ja, das ist das, was ich meine. Genau, da bin ich wieder hier. Alles klar. So, das heißt, ich habe jetzt zwei aktiviert und muss dann vielleicht auf der anderen Seite noch zwei aktivieren. Das wäre ziemlich geil, wenn das nicht mehr wäre. Uiuiuiuiuiui. Das wäre richtig cool. Aber auch von einer gewissen Perspektive natürlich nicht nachvollziehbar, wenn man mal bedenkt, dass manche Level irgendwie 800 Jahre lang gingen. Aber okay, hui. Gut, gehen wir mal hier lang. Nee, Moment, da, oder? Ja, da habe ich hier schon mal, glaube ich, minimal reingeschaut, ne? Oder wo war das jetzt? War ich hier schon? Okay. Überall sind sie, die Speicherpünktchen. Da, das, ich erkenne da keine wirkliche Veränderung. Hm. Okay. Schuh? Yes. So eine Plattform. Rüber da. Das war jetzt nicht alles, oder? Nee. Aber es geht sehr, sehr flott. Ich werde immer noch nicht, oder? Speicher? Ja, komm, jetzt kann ich ja mal speichern. Also das war jetzt nicht viel, heißt jetzt natürlich nicht, dass ich es nochmal machen will. Was passiert hier jetzt? Okay, der geht runter. Runter. Oh, da war ein Schuh. Okay, den nehme ich mit. Der ist machbar. Da kriege ich das Handy, wow. Ich wollte gerade sagen, das hat sich ja jetzt gelohnt. Sind wir dann doch länger schon in dem Level? Nein. Ich war ja in der Folge noch im magischen Garten, ja. Ja, glaub's schon. Naja, gut. Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Pitfall 3D Beyond the Jungle. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir vielleicht schon zum Boss kommen. Das wirkt gerade. Es wirkt gerade so unglaublich einfach, Mann. Und ich kann's nicht verstehen. Aber ich nehm's natürlich nach den Strapazen dankbar hin, ne? Mit Kusshand. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.